Hallo Lieber! Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Pizzeria Zulu wird getestet in Fürth, mein erstes Video in Fürth. Grüße an alle Fürther! Wir testen die 5 beste Pizza Europas, dementsprechend die beste Deutschlands, durchgekämpft durch die ganzen Italiener. Also Mutterland der Pizza, aber nein, weit vor anscheinend den meisten italienischen Pizza ist Pizzen, ist diese Pizza. Das oben full. Ich werde hier unten testen, wir gehen rein, direkt los hier. Oh ja, 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 Fürth. Gehen wir mal rein hier. Zur Pizzeria nach oben. Ah, scheiße, ey, den kann ich bestimmt gar nicht unten testen. Oha, Kollege, ey. Ich zieh den Ding. Freut mich, mein lieber Hai. Du bist der Pizzabäcker wahrscheinlich sogar, ne? Ich bin der Chef und Pizzabäcker. Stark, stark. Also ich bin sehr fasziniert. Ich kann die Kamera schon mal am Laufen, wenn es in Ordnung ist. Ich habe hier direkt den Chef und Pizzabäcker. Servus. Geil. Ihr seid bestimmt mächtig stolz auf die Auszeichnung, die ihr bekommen habt, ne? Hab da jetzt auch nicht hundertprozentig durchgeblickt. Aber es sind wirklich die italienischen Experten gekommen und haben gesagt, ihr seid die 5 Besten Europas, die Beste in Deutschland. Ja. Und was macht das mit einem? Das sind für dich auch so, für dein Lebenswerk, ordentliches Lob. Wir haben viel Erfahrung, wir machen es halt. Wir bleiben immer dran, wir arbeiten kontinuierlich unsere Rezepten. Und daher vielleicht wird uns auch anerkannt. Aber du isst jetzt was bei uns, oder? Ich esse jetzt bei euch, ja. Also mindestens 2 Runden, vielleicht sogar 3 mache ich. Der wird sich verlieben, das weißt du noch nicht. Ja. Ich habe die besten Pizzen schon mal für dich der Welt auch getestet. Beste Pizza der Welt, besten Pizzateig der Welt. Also ich fahre durch ganz Deutschland, teste wirklich die High-Class-Sachen von Pizza, Burger, Fastfood, alles. Okay. Ne? Und ich werde einen guten Fall gleich schießen können, den werde ich dir danach geben. Na, mach mal. Geil, dann legen wir mal los. Ich fange einmal hier das Restaurant ein bisschen ab, ohne Gäste natürlich. Sehr schön. Und wenn du bereit bist, ich mag dir die Pizza. Geil, vielen Dank. Bis gleich, mein Lieber. Sehr netter Mann. So, ich werde jetzt hier nicht so die dicke Welle machen. Ihr habt den Laden gesehen. Hier ist, oh, guckt euch das mal an. Das sieht aber gut aus hier. Ja, ich das. Oh, schön. Die sieht prächtig aus, Leute. Guck mal, wie im Bilderbuch. Hier auch nochmal. Oh. Das ist eine der schönsten Pizzen, die ich gesehen habe in meinem Leben. Dankeschön. Bitteschön. Stark sehen die aus. Oh, die sieht auch gut aus hier. Guck mal, wie viele Pizzaöfen hier. Nicht nur einen. Hier wird schon gezaubert. Hier gibt es auch noch schönen Nachtisch. Oh, guckt euch das an, auch das, ey. Was machen die mit dem guten Holle? Das ist die Sünde hier. Oh, jetzt gehe ich immer noch einmal nach oben. Von oben noch mal den ganzen Anblick genießen. Ich glaube, hier oben werde ich auch essen, Leute. Hier werde ich die Pizza zu mir nehmen, mit diesem Ausblick. Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Runde Pizza jetzt erstmal hier. Boah, der weiß gar nicht mehr wohin mit den ganzen Pizzen hier. Das riecht schön nach Parmesan, Leute. Ich sag, diese Technik über den Rand drüber, das Öl, die ist neu. Ich glaube auch, es kommen immer wieder Sachen in Trend, in welchen Bereichen auch immer auf der Welt. Die habe ich früher nie gesehen, dieses über den Rand drüber mit dem Öl nochmal. Sehe ich jetzt öfter. Öl, klar, aber über den Rand. Wenn die Pizza fertig ist, neu bei mir. Hier geht's los, Leute, hier geht's los. Der Parmesan lag eben schon immer in der Luft, sage ich euch. Und da finde ich, da geht bei mir auch immer viel im Kopf vor, wenn ihr diese Pizza auf dem Teller habt, was für eine Geschichte dahinter steckt. Von der Teigführung über 2-3 Tage, über die Gedanken, die sich der Pizzabäcker gemacht hat, den Weg, den ein Pizzabäcker gegangen ist, um die Skills für diese Pizza zu erlangen. Dann kommen diese 1000 Zutaten, der Ofen, alles, was da schief gehen kann. Der Kopf, der in sich zerbrochen wurde über diese Pizza, da muss man dankbar sein, wenn man das Ding auf dem Teller hat. Wirklich, Leute. Auch bei mir und ich denke mal, bei allen fehlt oft die Dankbarkeit, oder bei vielen fehlt die Dankbarkeit im Leben. Bei mir deutlich auch. Da muss man mal fasziniert, dankbar und irgendwie auch ehrfürchtig sein vor so einem Produkt. Stark, stark, stark. Die Auswahl der Zutaten alleine auch, Leute. So viel, wie das schief gehen kann. So viel, wie über dieses kleine Quäntchen von Meisterklasse zu einfach nur gut entscheiden kann. Es ist krank. Diese Teamarbeit hier, schön. Wenn hier die Hütte brennt, dann geht der zweite Ofen an hier. Hier geht es auch noch nach draußen, ne? Also hier ist die Hölle los. Alles voll, ich will gar nicht gucken. Chef, wir können loslegen, wenn du willst.
Ja, sehr geil. Ja, jetzt kommt Chef persönlich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor 2 Jahren oder so mit allen Auszeichnungen auf der Pizza-Weltmeisterschaft gekürt in Ingelsheim, glaube ich. Das ist keine Pizza-Weltmeisterschaft, das ist etwas privat von Anbieter. Es ja. Gibt nur 2. Kaputo Cup weltweit. Ja. Da gibt es die Top 50, gibt es keine andere. Gibt es nichts anderes? Ja, das kannst du. Sag mal so, jeder Produzent macht seine eigene, aber das kann man nicht als Welt. Also Welt ist schon eine andere Sache. Es ist mehr eine Werbungssache. Das sind Produktoren von den Produkten, die diese, sagen wir mal so, Meisterschaft machen, aber das kann man nicht als Welt oder Europa. Also Welt, Europa, es gibt nur eine, es gibt Kaputo Cup, 50 Top Pizza. Sind wir gekürt, seit 4 Jahren beste Pizzeria Deutschland. Ja. Seit 4 Jahren in die Top 10 der Welt. Und das ist das wirklich eines der 2 offiziellen Rankings? Also Top-Welt Europa. In die Weltrankings sind wir seit 3 Jahren und im Moment sind wir Platz 32. Weltweit. 32, stark, ey. Respekt. Und da ist das schöne Ding. Beeindruckend. Der Mann hat Ahnung. Da will ich einen Vergleich ziehen zu dem Kollegen aus Ingelheim, ist das, glaube ich. Da werde ich euch dann auch noch mal eine Ansage machen nachher. Ich mache euch noch mal eine Ansage, aber die sich gewaschen hat. Also du sagst am Wochenende, wenn richtig die Hölle brennt, macht ihr mit 3 Pizzaöfen? Mit 2. Mit 2 Pizzaöfen. Ja. Insgesamt sind wir 5 Pizzabäcker am Tisch. Ja. Also das heißt, ich mache einfach die Pizzen bereit. 2 belegen sie die Pizzen. 2 Männer am Ofen und 2 machen die Pizza am Ende, wenn die rauskommen, fertig. Weil wir haben viele Pizzen mit extra Zutaten nach dem Backzeit. Stark, stark. Ja. Da brennt die Hütte, danach hast du auch erstmal 2-3 Kilo abgenommen, ne? Ja, ja. Du kannst dich ein bisschen im Internet schauen. Mhm. Es gibt viele Videos am Freitag, Samstag und hier ist es eigentlich brutal. Da ist alles voll hier, ne? Übergefüllt. Hier kannst du maximal 1,5 Stunden den Tisch haben und wir wechseln die Tische 3-4 Mal. Okay, stark. Ah, das ist meine. Test für unsere Pizza. Oha, die fällt nicht. Die fällt nicht. Die fällt nicht. Du kannst alles Gutes machen bei dem Teig, aber wenn du nicht die richtige Backtechnik wäschst, dann ist alles umsonst. Ja. Das ist jetzt gerade aus dem Ofen. Mhm. Meine Hände schaffen sie das. Ja, das war heiß, ne? Wie viele Stunden wir arbeiten dran, das siehst du nur durch die Struktur. Oh, stark, stark, stark. Du kannst sehen, dass die Pizza richtig gebacken ist, stark. Lustig, aber dringend schmelzt. Der Teig schmelzt. Schmelzt, ne? Genau. Und sehr wichtig, lasst ihr von den anderen Pizzaioli Napoletana nicht verarschen. Nee, Napoletana geht immer hoch, ne? So. Okay. Oh, die steht. Ja, jetzt verneigt sie sich so ein bisschen, ne? Kannst du jetzt essen. Mhm. Okay, ich bring dir oben die Pizza. Ja, perfekt, machen wir so. Wir gehen direkt rein, Leute, jetzt gehen wir rein. Da ist sie, Leute, da ist sie. Das hier ist Macht, Leute. Das hier. Geile Tomatensauce. Erstmal vermischt sich dieses Tomatenfilling mit dieser unteren Schicht hier draufgestreut habe, diese Pecorino und so weiter. Das gibt bei dieser Art von Käse, sag ich mal, leicht säuerlichen, leicht giftigen Charakter. Vermischt mit der Tomatensauce. Zwischendrin sogar ein kleiner Knack von diesen Tomatenkernen drin in den Tomaten. Fein süßig. Tomatensauce kann oft nervig sein, sage ich euch. Nervig, weil sie passt einfach nicht. Dann geht's rein in den Käse. Leicht cremig, durchgehend. Dieses leicht verhärtete, weil es langsam kühler wird. Du hast den etwas verhärteten Biss. Habe ich aber letztens gerade auch Pizzen gehabt. Da war es unangenehm. Du brauchst den perfekten Käse dafür. Da war es zu doll, zum einen zu viel, zu hart im Biss. Wunderbar. Der Rand. Das ist anders. Das ist nicht normal. Die Röstung ultra krank. Es ist, als hättest du nichts zwischen diesen Teigschichten außen. Es ist wie nichts. Die Teigschichten außen hast du, das in der Mitte war wie nichts. Als wäre da einfach nichts. Denn so außen feine Pergamentplatten gefügt, so dünn wie Papier, aber ganz knusprig und durchzogen von Röstung. Ganz hart.
Der Teig von oben ist so, beziehungsweise der Teig in der Mitte, der ist so gefühlt wie ungebacken. Es ist außen alles knusprig, so wie ein Panzer, der das Ganze schützt. Und dieser Teig, diese Teigschicht in der Mitte, im Busenbereich, ist halt so wie leicht ungebacken. Gefühlt leicht roh, aber im positiven Sinne. Das ist unnormal. Tomatensauce, noch nie so eine fruchtige Tomatensauce gegessen. Basilikum so präsent, so geil, so frisch. Der Gesamtteig geht so leicht ins Matschige. Ganz wildes Erlebnis. Ein Kraus ist ein Kraus, selbst der Rand. Alles geht so ein leichtes, sapschiges Feeling über. Die atmet man aber auch weg, die Pistole. Die atmet man weg. Der Biss alleine auch durch die Mitte. Aber halt natürlich erst durch das Äußere durch. Auch der Teig von innen, der ist so weich, Leute. Er ist so weich. Käse, geiles, milchiges Feeling. Diese Pizza ist nicht von dieser Welt. Mit so viel Lieblichkeit durchzogen, diese leichte Süße, mit so viel Raffinesse, mit so viel Feinabstimmung. Wie dieser Käsemix, den sie am Anfang reinmacht, mit dem Pecorino, wie der nachklingt, wie der so seinen leichten Sidekick gibt. Diese Röstung, durchgehend präsent, leicht, nicht zu doll. Das ist die perfekte Pizza, Leute. Und ein Upgrade vom Rand, würde ich jetzt mal einfach sagen, zu allen anderen Pizzen. Eine Runde gehen wir noch. Das ist ein Meisterwerk, das ist ein Künstler, das ist ein Picasso oder Anna Pizza, der Typ. Gib ihm selber eine Auszeichnung noch von mir. Guck mal, hier werden schon die nächsten Pizzen gemacht. Ich muss noch eine, Leute. Ich wollte die Pizza auch nicht aufessen, ich habe sie komplett aufgegessen. Hi, mein Lieber, grüß dich. Darf ich dich noch einmal stören? Ja. Ich habe zumindest die bekanntesten und auch mit die besten in Deutschland oder die besten in Deutschland getestet. Aber deine ist es nicht von dieser Welt. Ich habe dich zum Picasso der Pizza getauft. Diese Feinabstimmung, Liebe, es ist nicht zu greifen, was du da an Feinjustierung, das ist jeder Schritt gewollt, das ist jeder Millimeter. Dankeschön, vom Herzen. Ich freue mich, weil du bist auch sehr involviert. Du kennst das Geschäft mittlerweile und dass du das sagst, sehe ich viel mehr für uns. Dankeschön, Dankeschön. Das ist so stark, Leute. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, 500 Kilometer, 1000 Kilometer, 1 Million Kilometer, es lohnt sich hierher zu kommen. Das ist unglaublich. Du musst nur mal sagen, dieser geriebene Käse ist kein normaler Parmesan, nur dieser Pecorino. Nein, das ist die gleiche Art des Käse zu erstellen. Ist eine Art Käse, wie Parmesan, Grana und der Rest. Aber es ist auch Schafskäse. Und das heißt Pecorino Romano DOP. Und das wird in Sardinien gebaut. Und das ist eine der besten Käse, die einfach in Italien gibt. Und ist perfekt für Pizza Margherita. Ein Traum. Wenn du mir eine Pizza noch empfehlen willst, du sagst, die musst du testen. Das ist Pizza Zulu, das sind wir. Das ist ganz genau die Pizza Zulu. Pizza Zulu, es ist ohne Tomaten. Das ist mit geräuchter Mozzarella aus Acerola. Dann gibt es Endivien-Salat mit Rosinen, Knoblauch, scharf. Ja, ja. Das kommt einfach drauf. Dann frische Sardelle, also Sardelle, aber wenn die rauskommen aus dem Ofen, nicht direkt gebacken, dann gibt es Kapern und schwarze Oliven. Aber dafür liebst du dich, da musst du aufpassen. Das Risiko gehe ich ein. Da musst du dich aufpassen. Hast du Zimmer oben für mich? Zum Schlafen? Auf jeden Fall, ich gebe dir ein Zimmer. Geil, okay, ja. Dann lass uns die nehmen, da bin ich gespannt. Okay. Cool, gehen wir los, ja? Perfekt. Ja, willst du die Zulu haben? Ja, die nehmen wir, die Pizza Zulu nehmen wir, genau. Was für eine Frage, mein Lieber. Natürlich nehmen wir die. 70% Hydration, die spürt man in jedem Biss. Da merkt man, bei dir ist jeder Griff Leidenschaft. Habt ihr das gesehen, Leute? Also ich sehe das. Das ist nicht ein einfach draufwerfen von dem, das ist Spaß, das ist Leidenschaft. Da ist jeder Griff einfach. Du, ich bin ein Verrückter, das ist mein Leben. Ja. Also viele denken sich, es kommt vom Himmel geflogen, aber wir sind die richtige Verrückte für Pizza. Also wir achten auf jeden Schritt, wir sind kontinuierlich dabei, neue Produkte zu suchen. Wir reisen ganz Italien durch, um neue Rezepte zu entwickeln. Sag mal so, das ist nicht meine Liebe. Das ist deine Liebe, dein Leben, das ist alles. Ich konnte auch 25 Stunden am Tag Pizza backen. Ja. Mich stört das. Ja. Und weißt du, Leute, für euch da draußen, warum der Mann so erfolgreich ist? Klar möchte er Geld verdienen, aber er macht das nicht für Geld, er macht es, weil es seine Leidenschaft ist. Deshalb verdient er so viel Geld. Das ist eine andere Reihenfolge. Ne? Ich kann dir was empfehlen. Ich habe vielleicht ein paar Jahre mehr als dich. Glaubst du mir, alle die Leute, die die Kohle folgen, erreichen sie nicht Kohle. Nee. Du musst dein Ziel folgen. Deine Leidenschaft. Und wenn du deine Leidenschaft ist dein Ziel, wenn du das schaffst, automatisch klar, also es muss bei dir auch besser gehen mit Geld. Ja. Aber wenn du nur Geld suchst, dann erreichst du gar nichts. Meine Leidenschaft ist Videos machen. Die machst du sehr gut. Ich habe im Park geschaut. Das ist richtig gut, ehrlich.
So, perfekt. Dann nehme ich die mit und ich komme gleich runter dann, ne? Bis gleich. Weiß nicht, wie er eben die Pizza anfassen konnte, Leute. Ich habe sie jetzt unten auf der Hand völlig verschätzt. Meine Hand brennt gerade völlig ab. Ich muss sie hier zwischen abstellen. Der hat die gerade in die Hand genommen. Was ist das für ein Tier? So, ich muss noch, jetzt kann ich weiter. Jetzt komme ich weiter. Da ist sie. Ich denke, ich habe sie eben genug gezeigt. Ich bin richtig Fan von geilen Pizzakreationen, das sage ich euch, wie es ist. Ah ja, die ist heiß. So heiß sie. Nicht von dieser Welt. Das ist eine Feinschmecker-Pizza, Leute. Direkt im Ansetzen. Erst diese leichte Rauchigkeit von diesem geräucherten Mozzarella. Dann kommt erstmal, als würde sich vorwarnen, wollen wir erstmal sagen von weitem weg, pass auf, Bruder, ich komme. Kommt leicht dieser Sardellentouch. Ganz leicht. Und dann beißt du rein, dann kommt was Unerwartetes. Das, womit keiner rechnet. Eine ganz salzige, prickelnde Sardellennote. Ganz salzig, intensiv. In anderen Versionen hätte man vielleicht gesagt, zu salzig. Nein, hier nicht. Perfekt, die killt dich. Das ist alles in meinem Kopf gerade. Ich bin gerade in der Illusion. Das ist so präsent, dieser Moment gerade von eben. Und dann klingt das mit geschmeidigem Mozzarella ab, das Ganze. Es ist nicht normal. Der Mund gewöhnt sich an die Sardelle. Was kommt im Vordergrund? Zwischendrin die Zitrone, kurze Peak-Momente und dann dieser geile Endiviensalat. Schön aus der italienischen Pfanne. Geschmort oder wie gesagt hat, gebraten, geköchelt. Den du auch so essen könntest, der einfach geil wäre, aber auf der Pizza. Das ist ein Künstler, Leute. Es ist ein verdammter, verdammter Künstler. Er fährt durch die ganze Welt, guckt nach Kreationen, diese Kreationen. Ob er sie entwickelt hat, entdeckt hat, oh, die Olive klingt nach. Jetzt klingt die Olive nach. Das ist, was das Ganze nochmal unterfüttert. Konnte ich die ganze Zeit nicht greifen, unterfüttert. Und da füttert das Ganze. Er reist durch die Welt. Ob er das selber gemacht oder nicht, das ist ein Genie-Move. Leute, ihr müsst das betrachten. Ihr müsst das so betrachten. Wenn ihr Essensfans seid, geht ihr hin, holt diese Pizza oder die andere, es ist egal. Andere Leute gehen in eine Bildergalerie, gucken ein Bild an, was ich auch sehr feiere. Ich bin Kunstfan inzwischen geworden. Und feiern diesen Moment, gucken das und sagen, hier, bam, bam, bam. Das ist das Gleiche, auf einer anderen Ebene. Das ist ein Kunstwerk, diese Zusammenstellung ist ein Meisterwerk. Zwischendrin. Du nimmst Abstand, gehst raus aus dem Wald, du liegst im Wald vor lauter Bäumen nicht. Gehst raus aus dem Ganzen, gönnst dir bam, nochmal in die Fresse mit einem knackigen, röstigen Biss von außen, der dich nochmal ums Boden holt. Guckt euch das an, diese Röstung von der Pizza, das ist nicht normal. Dann kommt dieser Delle wieder rein, Leute, die kommt doch wieder. Die kommt doch ganz langsam. Wie so ein kleiner Schub von der Welle. Aber es fühlt sich im Mund an wie so eine körnige Creme. Die kommt langsam rein. Das vom Teig. Ich weiß, ich kann es nicht ganz genau beschreiben. Man, die Sardelle kommt, wird immer stärker. Und wieder dieser starke Salzgeschmack, dieser Sardellengeschmack. Oh, muss noch mal gucken, ob ich meinen Absicherungssound drin habe. Falls dieser Sound nicht mehr drin ist, weil diesen Moment, manchmal habe ich einen Fehler im Sound, sicher das ab. Diesen Moment hätte ich nie wiederholen können. Ich hätte nicht danach so tun können und alles nochmal. Das war eine Tragödie. Ich werde auch nach dieser Pizza mit dieser Pizza das Video beenden, weil dieser Moment für die Ewigkeit ist. So viele Gedanken im Kopf. Eben so ein Touch irgendwie von diesem Baguette-Feeling, von dem Boden, vom Baguette, aber fein aufgeschmirgelt, sodass du diesen Baguette-Boden auf einen Mikrometer aufgeschmirgelt hast. Aber das war der erste und einzige Impuls, ganz kurz nur davon auch. Die Pizza hat alles. Egal, welche Frau jetzt hier um die Ecke kommt und sagt, komm mit Holle. Ich sag's jetzt so, weil diese Gefühle gehen mit mir durch. Die Gefühle gehen völlig steil. Die sagt zu mir, mach mit mir, was du willst. Ich sag, beiseite. Beiseite, Frau, gib mir meine Zeit mit meiner Pizza. Ich will nicht hören, was du gerade sagst. Ich will hier bei meiner Pizza sein. Und damit beende ich jetzt das Video. Ich gehe nochmal eben zum Chef und rede mit ihm, aber für mich ist vorbei. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Also für dich, mein Lieber, mein Feedback. Die Leute haben eben gesehen, ich eskaliere selten so beim Essen. Ich wirklich war in einer anderen Welt. Okay, für mich war das die beste Pizza meines Lebens. Gut, das ist gut. Die beste meines Lebens. Wenn du meinen Kanal verfolgst, also von den Zuschauersicht, weiß man, ich tue mir schwer, eine 10 von 10 zu geben, weil ich immer sage, ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren kommt. Wer weiß, was passiert. Klar. Deshalb lasse ich immer noch einen Schritt nach oben offen und gebe einfach mal 9,7, weil wer weiß, was du im nächsten Jahr vielleicht zum Beispiel machst. Da hast du dich nochmal weiter entwickelt, dann gibt es dann die 10 von 10. Nächstes Jahr gibt es die 0,3 wieder drauf, okay? Ja, genau. Geil, mein Lieber. Danke, danke, ich danke für das tolle Video. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Und nicht vergessen, denk an den Daumen oben, ne? Sehr wichtig. Danke. Kuss an euch alle, Leute. Ich sage, kommentiert und abonniert, macht alles, was geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.